So etwas ist ein Jahrhundertwetter. Weil die Wetterlage sich so dramatisch geändert hat, dass sie praktisch katastrophale Ausmaße annahm und die DDR damals faktisch in die Katastrophe gestürzt hat. Es waren die Naturgewalten, die den Menschen einmal an seine Grenzen geführt haben. Ja, ich soll mal so sagen, mir wurde ein neues Leben geschenkt. Der Winter kommt über Nacht und völlig unerwartet. Bedrohliche Schneemassen, arktische Kälte. Das Leben in der damaligen DDR gefriert. Hunger, Verzweiflung, Tod. Die Menschen, die diese Tage miterleben, werden sie nie vergessen. Eine Woche Sibirien in der DDR. Dabei beginnt alles ganz harmlos. Mildes Weihnachtswetter mit Temperaturen um 10 Grad plus. Jeder richtet sich darauf ein, dass es so bleibt. Jeder. Auch der gesamtdeutsche Wetterbericht für den 29. Dezember bleibt betont unbedenklich. Die Vorhersage für morgen. Im Norden bedeckt und zum Teil länger anhaltende Niederschläge. Östlich der Elbe Schnee, sonst Regen. Sonst wechseln, vielfach stark bewölkt, mit zeitweiligen Regenfällen. Im Norden Tiefstemperaturen 2 bis minus 3 Grad, Höchsttemperaturen minus 2 bis 3 Grad. Im Süden Tiefstwerte 3 bis 7 Grad, Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Die Lage selbst zeichnete sich für uns als Meteorologen schon 3-4 Tage vorher ab, ganz deutlich. Und wir wussten, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Jetzt kann es zumindest für den Norden der DDR zu einer Katastrophe führen. In den frühen Morgenstunden zieht vor der Nordspitze Rügens eine schwarze Wand auf. Abends erreicht sie die Insel. Trotzdem kam diese Wettererscheinung, diese katastrophale Wetterfront, nur sehr langsam voran. Und es war schwer, den verantwortlichen Wirtschaftsorganen das so nahe zu bringen, dass sie das auch geglaubt haben, was auf uns zukommt. Auf dem Festland herrscht zu dieser Zeit noch eitel Sonnenschein. Sabine Köckritz bricht mit ihren zwei Kindern von den Minen nach Binz auf. Geplante Fahrzeit 2 Stunden. Es war verhältnismäßig warm. Sind wir eigentlich von der Mine, vom Hauptbahnhof bei schönstem Wetter und Sonnenschein eigentlich in Zug eingestiegen. Natürlich auch dementsprechend angezogen. Dünne Strümpfchen und dünne Stiefelchen, die man so gerade damals modern waren. Und auf einmal ging das eigentlich, als wenn man, wie soll ich sagen, mit einem Messer eine Torte durchschneidet. Ja, stand der Zug und auf einmal waren riesengroße Schneeflocken zu sehen, die man überhaupt noch nicht für voll genommen hat. Und soweit ich, wie ich mich noch erinnern konnte, haben wir da, glaube ich, die ersten 5-6 Stunden gestanden. Es war auch schon inzwischen eisekalt. Da fing das dann aber auch schon an mit Hunger und die Kinder anzuquengeln. Armeestandort Prora auf Rügen. Feiertagsstimmung unter den Soldaten. Am 28. abends steht Kino auf dem Kulturplan. Auch für Fallschirmjäger Lutz Landmann. Als wir zum Kino gegangen sind, ganz heftiger Schnee. Wir hatten vielleicht schon eine Schneehöhe von ungefähr 20 Zentimetern. So sind wir ins Kino reingegangen und dann Stromausfall, ungefähr nach einer Stunde. Wir haben gewartet, Viertelstunde, halbe Stunde. Ich denke mal, so gegen 21 Uhr hat man dann die Nerven verloren, sind rausgegangen, wollten auf die Unterkunft zurück und da haben wir die Kinotür nicht aufgekriegt. Und da war schon mittlerweile gut hüfthoch der Schnee. Sofort der Einsatzbefehl. Auskundschaften der Lage. Es wurde dann aufgerufen, wurde gefragt, wer kann Skifahren. Natürlich, wir wussten sofort, worum es geht, jetzt geht's raus. Obwohl ich noch nie auf Brettern gestanden habe, sofort gemeldet, jetzt kriegst du ein paar Bretter drunter und kannst wenigstens raus, siehst mal ein bisschen was von der Natur, nachdem wir 2 Monate eingesperrt waren.
Dann ging es 12 Kilometer von Brucha nach Bergen. Das war so eine Horrorfahrt, dass ich mir die Frage gestellt habe, schaffst du das jetzt hier überhaupt? Zur Orientierung sind wir nur die Straße lang und da haben wir uns schon durch Baumkronen kämpfen müssen, so verweht war das. Ja, wir sind über Verkehrsschilder drüber, die guckten nur noch kleine Spitzen raus. Die bedrohliche Polarfront platzt mitten hinein in die trauten Feiertage. Auch bei den Grosniks in Glowe auf Rügen. Wir hatten uns vorgenommen, unser Fest im Rahmen der Familie so schön wie möglich zu gestalten. Beispielsweise stand da im Vordergrund immer das gute Essen. Und mein Mann hatte kurz vor Silvester eine Wildente geschossen, was für die damalige Zeit eine Rarität war. Und die hatten wir eingefrostet und das sollte das Festessen werden. Und dann kam praktisch dann der 30. und damit war alles erledigt. Und die alten Fischer bei uns hier im Dorf, die wussten sehr gut Bescheid, wenn also dieser stabile Oststurm übers Meer kommt, dass der nicht am nächsten Tag gleich wieder verschwindet. Innerhalb von Stunden versinkt Rügen völlig im Schnee. Die Temperaturen fallen um 30 Grad. Die Ostsee friert zu, bekommt einen Eispanzer, der kein Schiff mehr durchlässt. Auch die einzige Straße aufs Festland, der Rügendamm, wird unpassierbar. Damit ist die Insel komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Im Laufe des Vormittags kriegte ich dann die ersten Meldungen, dass die Straßen dicht werden. So, dann wurde dann die Katastrophenkommission einberufen und dann ging die Arbeit los. Naja, die entscheidende Frage war natürlich, wie geht's mit der Versorgung der Bevölkerung? Wie geht es mit dem ganzen Transport? Wie wird überhaupt, wenn jemand krank wird, wie wird die Bevölkerung, wie wird das alles geregelt, damit das alles weiterläuft, das Leben? Ich habe gemerkt, dass offensichtlich von Anfang an ja nicht überall der Ernst der Lage so gesehen wurde. Die Hilferufe aus Rügen verhallen. Weder die Rostocker Bezirksleitung noch das Zentralkomitee in Berlin reagieren. Die Leute sind darauf angewiesen, sich fürs Erste selbst zu helfen, wie diese Amateuraufnahmen zeigen. In der Nacht verlieren 40 Dörfer jegliche Verbindung zur Außenwelt. Die Vorhersage bis morgen: im äußersten Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schneeschauern. Sonst bedeckt und verbreitet vielfach anhaltende Niederschläge, im Süden zunächst noch als Regen, später auch dort wie sonst in Schnee übergehend. Auf den Straßen erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Eis, örtlich auch durch Schneeverwehungen. Im Mittelgebirgsraum Temperaturrückgang von 8 auf Werte um 0 Grad. Im Norden zwischen minus 3 und minus 8, in der Nacht örtlich bis minus 10 Grad. Während an der Küste der Sturm tobt, sind am 30.12. in Berlin immer noch frühlingshafte Temperaturen. Erich Honecker verabschiedet sich zu einem Freundschaftsbesuch nach Afrika. Seine Minister fahren ins Jahresendwochenende. Wir haben uns teilweise gewundert, warum man nicht so konsequent auf uns einging. Man hat wahrscheinlich gedacht, naja, draußen sind 10 bis 12 Grad plus. Ja, das war ja so. Und es ist weiter nicht zu sehen, alle, und so schnell kann sich ja nun auch wieder nicht ändern, dachte man. Ja, aber das war dann doch ein Trugschluss. Akribisch notieren die diensthabenden Meteorologen den Verlauf der Sturmfront und erstatten erst stündlich, dann halbstündlich Meldung nach Berlin. Und diese Linie hat auch wunderbar geklappt, denn wenn nach dem nachträglichen Bilanz, wie das Wetter sich ausgewirkt hat, es offensichtlich geworden wäre, dass der Wetterdienst versagt hätte, dann wären wir als Verantwortliche des Wetterdienstes sicher die Ersten gewesen, denen, so wie man so im Anführungsstrich sagt, die Köpfe gerollt werden. Inzwischen hat sich die Schneefront bis weit in die nördlichen Bezirke der DDR vorgeschoben. Durch den Frost frieren bei der Bahn die Weichen ein. Die großen Hauptstrecken Berlin-Rostock, Neubrandenburg-Stralsund und Güstrow-Schwerin haben Verspätungen bis zu 12 Stunden.
Auf Rügen bleiben die Züge irgendwo stecken, ohne Hoffnung auf Weiterfahrt. In dem Personenzug, der vor 40 Stunden bei Bergen in eine 5 Meter Schneewehe gerast war, sitzt immer noch Sabine Köckritz mit ihrem Sohn und der Tochter. Langsam bildete sich nämlich auch innen drin in den Abteilen wie Eis an den Wänden. Also wir haben auch überhaupt keine Situation mehr ausgemacht, hell und dunkel. Es war eigentlich immer nur dunkel. Aber ich glaube, wir haben fast verstanden, 2 Tage waren wir irgendwie in den Zug, glaube ich, soweit wie ich mich noch daran erinnern kann. Und auf einmal hieß es, alle raus aus dem Zug. Ja, also wir müssten geradeaus aus dem Zug, also wenn wir aussteigen aus dem Zug, geradeaus rausgehen, da würden Busse an der Landstraße für uns bereitstehen. Und, aber man konnte ja die Hand vor Augen nicht sehen. Und da war ich irgendwie, da ich gedacht, das kann nicht sein. Ja, aber die Schaffner gingen durch. Unter anderem war es auch eine Schaffnerin, die sagte, also wenn sie jetzt nicht alleine gehen, dann helfe ich ihnen nach. Ja, also ich weiß, da gab es noch ein Wortdisput, aber jedenfalls kriegte ich den Schubs, die Tür war auf, ich war draußen, stand bis im Bauch im Schnee, meine Kinder flogen hinterher und dann habe ich eigentlich nur noch geheult. Irgendwie war ich da mit den Nerven total am Ende und habe dann in meiner Tasche Strumpfhosen und wie das eben damals auch war, im Vespa geht, man hat mal Strumpfhosen gekriegt, ja, die dann zusammengebunden und habe meine Kinder angebunden. Die Anja hatte ich irgendwie unter Mantel genommen. Die schrie irgendwie immer, Mutti, Mutti, ich hab Angst. Tatsächlich stehen Busse bereit, die die Reisenden abholen. Alles, was es auf der Insel noch an Essbaren gibt, wird nun von Feuerwehr und Soldaten verteilt. Kostenlos. Doch es ist klar, die Vorräte reichen nicht ewig. Aber immer noch gibt es keine Versorgungsflüge vom Festland. Und keine Freigabe der schweren Technik zur Öffnung des Rügendamms. Aus ihren Reserven backen russische Einheiten Sauerteigbrot und verschenken es. Wir haben dort unsere Tornister mit Brot vollgepackt. Dann Teile sind in die Fleischfabrik gefahren, also in die Großfleischerei, haben ihre Tornister voll Fleisch gepackt. Und dann sind wir von Dorf zu Dorf gefahren und haben das verteilt. Die Leute, die waren so dankbar, dass jemand da war, dass überhaupt wieder mal Kontakt da war. Einfach mal jemand, der es geschafft hat, bis zu uns vorzudringen. Und da war schon daher die Herzlichkeit. Die waren sehr schlecht dran. Kein Strom, kalt, nichts zu essen, kein Konsum, Konsum leer. Ja. Wir durften dort in die beste Stube rein mit Schnee. Klamotten, das sah aus, Schnee in der Stube, das hat die Leute nicht interessiert. Die waren sowas von glücklich, dass dort Leute da waren, die dort geholfen haben. Naja, eigentlich wollte ich ja meinen damaligen Freund besuchen. Na, und nächsten Morgen sah es gar nicht so schlimm aus und da habe ich gesagt, das sind nur 8 Kilometer circa, da kann ich zu Fuß gehen. Ich kannte den Weg ja über Hochseelow und dann gehe ich los. Ja, und wo ich dann kurz aus Lagerd rauskomme, da war aber nichts mehr mit losgehen. Da war dann Schneetreiben und Schneesturm und dann stand ich erst mal alleine, wusste gar nicht wohin, man konnte gar nichts mehr sehen. Und dann kam so ein Mann, der hatte schon Brot geholt für die Bevölkerung in Nedesitz, weil schon nichts mehr fuhr. Und dann bin ich mit dem losgelaufen. Ja, und an der Gabelung hat er mal zu mir gesagt, jetzt müssen Sie immer so ein Stück lang gehen und dann immer die Telegrafenmasten im Auge behalten. Die konnte ich ja noch so sehen. Und man kann sich das nicht vorstellen, man hat irgendwann keine Kraft mehr, man verliert immer mehr Kraft. Das war ja Schneesturm, es wurde ja immer schlimmer, von Minute zu Minute kann man ja sagen. Ne? Und dann war dort damals oben, Hochseelow, waren dort Soldaten stationiert. Und da bin ich dann das Wärterhäuschen und habe dem gesagt, dass ich nicht mehr laufen kann und nichts mehr. Ich hatte ja eine Tasche mit, ich hatte Weihnachtsgeschenke mit. Und dann hat er gesagt, hier darf ich nicht bleiben, ich muss weg. Und dann bin ich wieder weitergegangen. Irgendwie musste ich, habe ich gedacht, ich komme noch irgendwie an. Und dann bin ich auf so eine Anhöhe und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Da habe ich mich hingesetzt auf meine Reisetasche und habe gedacht, keiner weiß jetzt, wo du bist. Meine Eltern wussten das nicht, mein Freund wusste es nicht. Ich hätte nicht einen Schritt mehr vor den anderen setzen können. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich mich aufgegeben in dem Moment. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das ist vorbei. Das war dein Leben.
Und dann habe ich immer gehört, dass jemand gerufen hat. Und dann kam dann ein Offizier und dann hat er gesagt, was ich überhaupt hier mache. Und dann hat er mich mit seinem Koppel so angeschnallt mit an seinen Gurt hinten so dran und eine Doppelkoppel so genommen. Und dann sind wir beide immer Huckepacke los. Und dann waren ja so hohe Schneewehen. Und immer wenn hohe Schneewehen, einmal war er drin, einmal war ich drin. Dann haben wir uns immer wieder hochgekrabbelt und alles. Ne? Ja, und dann weiß nicht, wie viele Stunden wir unterwegs waren. Das weiß ich heute auch nicht mehr. Und dann sind wir hier angekommen. Und wenn ich dann gehört habe, dass sie viele erst im Mai gefunden haben, wo der Schnee dann aufgetaut wird, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, dich hätten sie auch tot gefunden. Die Vorhersage für morgen. Verbreitet Schnee und Eisglätte. Im Norden stark bewölkt, zeitweise noch Schneefall, später aufgelockert. In der Mitte bedeckt, anfangs Schneeregen oder gefrierender Regen, später in Schnee übergehend. Es ist Sonntag, der 31. Dezember 1978. Der letzte Tag des Jahres, der dritte Tag der Katastrophe. Gerade mal 6000 Helfer aus Armee, Zivilverteidigung und von der Polizei sind an diesem Tag im Einsatz. Als man in der Bezirksleitung Rostock den Rüganer Hilferufen endlich glaubt, hat man bereits vor der eigenen Haustür zu tun. Ein unfassbares Chaos. Auch Sabine Köckritz ist mit ihren Kindern noch nicht viel weiter gekommen. Der Bus hat uns dann nach Bergen gebracht zum Hauptbahnhof. Und das war dann eigentlich der Moment, wo man eigentlich wütend geworden ist und richtig böse vorher. Man konnte ja nichts ändern, man war irgendwie gefangen. Und ob du dich nun aufregst, schreist, weinst oder lachst, man konnte ja nichts machen. Ja? Aber das war eigentlich so der Höhepunkt gewesen. Da wurden wir regelrecht rausgeschmissen wieder aus dem Bus. Und zwar in diesem Durchgang in den Bergener Hauptbahnhof. Der hatte damals diese Flügeltüren, die auch nicht dicht waren. Und die Mitropa, alles war dicht und zugemacht, obwohl die ja wussten, dass Hunderte, Tausende von Menschen unterwegs waren, die nirgendwo irgendwo hin konnten. Ja, also da haben wir uns gefragt, was macht eigentlich ein Katastrophenstab, ne? Die Kreiskatastrophenkommission ist überfordert. 3000 Urlauber auf der Heimreise sind unterzubringen. 9000 Rüganer zu versorgen, Kranke zu retten, die Hauptadern der Insel freizumachen. Ein verheerendes Durcheinander aus sich überschneidenden Kompetenzen, widersprüchlichen Anweisungen und fehlerhaften Meldungen. Ich kriegte dann eine Mitteilung, dass die Straße frei ist von Sassnitz nach Bergen. Da habe ich gedacht, das wirst du dir mal angucken. So, da habe ich dann mit dem Kommandeur von der Armee gesprochen. Der stellte mir dann ein ganz großes Fahrzeug mit großen Rädern zur Verfügung, mit einer Rakete drauf. Und da bin ich losgefahren, aber ich war kaum aus Bergen. Da merkte ich schon, dass die Straße überhaupt nicht frei war. In den Dörfern halten sich die Leute an Katastrophenpläne aus sonnigen Zeiten. Wenn die Sirene ruft, sammeln sich alle arbeitsfähigen Männer auf dem Dorfplatz. Mit Schippe. Dann werden Schneequadrate ausgehoben, bis es dunkel wird, um am nächsten Morgen an gleicher Stelle wieder von vorn anzufangen. Denn noch gibt der Ostwind keine Ruhe. Die Kinder sind die einzigen, die dem Wetter etwas Gutes abgewinnen können. Aber in den Häusern keine Heizung, kein Strom, kein Essen. Wir hatten nichts mehr zu essen, weil unsere Ente verdorben war. Wir konnten also die nicht mehr weiter kühlen. In Schnee haben wir sie rausgeschmissen, da haben wir sie nicht mehr gefunden. Und dann hat man aus dem, was man zur Verfügung hatte, etwas gemacht. Mein Mann hatte 2 Kästen Bier eingelagert und ich hatte 3 große Stollen, die meine Mutter uns geschickt hatte. Und da haben wir also früh zu Mittag, Abend gab es Bier und Stollen, Bier und Stollen, Bier und Stollen. Und das rund um die Uhr und das mindestens 5 Tage lang. Und dann hatten wir Konservendosen, die konnten wir ja nicht
nicht auf den E-Herd warm machen, also haben wir sie aufs Ofenrohr der Heizung im Heizungskeller gestellt. Das war zwar nicht gewürzt und nichts, aber wir haben es eben warm gemacht. Aber wir haben es gegessen und wir haben auch nicht gesagt, das schmeckt nicht, sondern wir haben gesagt, wir sind froh, dass wir noch was Warmes zu essen haben. Abends gingen wir mit Kerzenschein ins Bett, früh standen wir mit Kerzenschein auf. Es war urstgemütlich dann zu Hause. Es war etwas, eine Situation entstanden, die es sonst nicht gab. Die Menschen fangen an, sich in der Katastrophe einzurichten. Ständig tauchen neue Probleme auf. Strom- und Telefonleitungen reißen wie dünne Fäden unter der Schneelast. Die Kinder werden in diesen Tagen zu Hause auf die Welt gebracht, weil niemand mehr mit eigenen Mitteln ein Krankenhaus erreichen kann. Allein 13 Babys sind es auf Rügen. Und dann bekam ich mit einmal einen Blasensprung. Und dann habe ich gemerkt, es musste ja losgehen. Ich hatte schon 2 Kinder, das war das dritte. Und wir wussten an für sich auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollten. Hausgeburten waren zu dieser Zeit nicht üblich. Und haben gedacht, na irgendwie wird es ja wohl gehen. Und ich hatte das Gefühl, noch 1-2 Wehen und dann ist das Kind da. Und dann mit mal war Schluss. Keine Wehen, kein gar nichts mehr. Und nun fingen die Leute natürlich an, das waren gute Bekannte von uns, sich Gedanken zu machen, was wird mit der Frau, was wird mit dem Kind. Das war der Siegfried Gref, ein sehr guter Bekannter unserer Familie. Der hat geordert, möchte ich fast sagen, oder durchgesetzt mit allen Mitteln, hier muss ein Hubschrauber der Armee her. Das war zu dieser Zeit vollkommen undenkbar. Er hat gesagt, die Frau stirbt uns, das Kind stirbt uns, ihr müsst kommen. Er war damals Rat des Kreises, ein Parteimitglied. Und er kam dann mit der Nachricht, ihr müsst die Frau etwas näher hinbringen, dort, wo der Hubschrauber landen wird. Das war der Sportplatz an der Schule. Sie haben ringsherum mit Reifen damals noch Feuer gemacht, damit irgendwas bei diesem Schneegestöber zu sehen war. Ich wurde dann auf eine alte Liege hintransportiert, kamen wieder sehr hilfsbereite Nachbarn, ohne zu fragen, wir nicht oder so. Sie haben mitgemacht, haben mich dorthin geschleppt. Ja, und dann mit der Krankenschwester zusammen, bin ich dann mit dem Hubschrauber nach Stralsund geflogen. Ich denke, wir waren ganz früh am Morgen dort und so späten Vormittag wurde dann das Kind geboren, als erstes Kind des neuen Jahres 1979. Der Vater sieht seine Tochter erst 3 Tage später. Selbst Räumfahrzeuge bleiben stecken. Fern- und Nebenstraßen sind völlig verweht. Hunderte Autos irgendwo liegen geblieben. In den Nordbezirken beginnen die Probleme in der Landwirtschaft. Futter und Milch sind nicht mehr zu transportieren. Am Silvesterabend erreicht die Wetterfront auch den Süden der DDR. Genau um 20 Uhr beginnt in Leipzig eine Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven mit der Ode an die Freude. Mitten hinein platzt der Winter. Es waren die Türen mit leichten Vorhängen zugemacht und die wedelten rum vom Wind. Und die Leute dann nach dem ersten Satz haben Herrn Masur gerufen: Herr Masur, hören Sie erst mal auf, wir wollen erst unsere Garderobe holen. Die waren ja nun in Grand Toilette zur 9. Sinfonie. Und da hat er erst eine Pause gemacht und sie holten an der Garderobe ihre Mäntel und was noch alles dazu hatten. Und dann ging es weiter mit der 9. Sinfonie. Und als wir dann rauskamen und wollten nun Silvester feiern, da stand die Linie 22 vor der Messehalle in 20, 30 Zentimeter hohem Schnee und kam nicht weiter. Musik.
Kurz vor Mitternacht versinkt die Stadt in totaler Dunkelheit. Wie die gesamte DDR, inklusive Hauptstadt. Wenige Minuten später erreicht ein Telegramm aus dem warmen Mosambik die vor Kälte erstarrte Republik. Honecker persönlich zeigt sich besorgt und bittet die Daheimgebliebenen, Maßnahmen gegen die Witterungsunbilden zu ergreifen. Das Jahr 1979 hat begonnen. Das Satellitenfoto zeigt über Deutschland eine nahezu geschlossene Wolkendecke. Sie liegt im Bereich der west-ostwärts verlaufenden Tiefdruckrinne mit einer scharfen Luftmassengrenze, die sehr kalte Festglanzluft im Norden von sehr milder Meeresluft im Süden trennt. Mit ihrer weiteren Südverlagerung wird auch das südliche Deutschland von der extremen Kälte erfasst. Am 1. Januar steht in den 34 Tagebauern der Braunkohle praktisch alles still. Bei Frost von minus 20 Grad ist die oberirdische Kohle mit einem Wassergehalt von über 60% einfach festgebacken wie Beton. Die Chefs werden aus dem Urlaub zurückgerufen. Und es dauerte nicht lange. Der Anruf kam und ich bin dann Neujahr früh bei vereisten Straßen von Oberhof nach Hoyerswerda in 16 Stunden zurückgefahren. Und da war natürlich schon das Schlimmste passiert. Der Strom war schon aus. Die Wärme war weg. Ich habe das erste Mal eine ferngeheizte Wohnung ohne Heizung gesehen, nämlich meine eigene. Und da war mir die gesamte Tragweite dieses Wettereinbruchs erstmal so richtig klar geworden, weil es ja jeden Einzelnen betroffen hat. Mit umgebauten Flugzeugtriebwerken versuchen die Bergleute, die Kohle aufzutauen. Doch gegen die Naturgewalten ist jede Improvisationskunst machtlos. Ein Desaster. Das ist der einzige Tag, wo in der DDR das Licht ausging, insgesamt. Und das war eigentlich immer unser Ziel gewesen, das darf nie passieren. Und es war passiert. Bis heute wehren sich die Kumpel gegen Schuldzuweisungen. Sie seien für den Energiekollaps nicht verantwortlich zu machen. Die Hauptursache, ein Beschluss des 9. Parteitags 1976, sämtliche Strom- und Wärmeversorgung der DDR auf Braunkohlebasis umzustellen. Es gibt also praktisch keine Alternativen wie Steinkohle oder Erdöl mehr, um die Stromversorgung abzusichern. Das war eigentlich der Todesstoß und die Voraussetzung dafür, dass am Silvesterabend oder Silvesternacht alles in die Knie gegangen ist. Das hätten sich die, oder haben sich die an die Fahne schreiben müssen, die solche tödlichen Beschlüsse gefasst haben. Kampfauftrag in Eis und Schnee, übertitelt ein Propagandafilm der Nationalen Volksarmee, die eigenen Hilfsmaßnahmen. Denn nach 4 Tagen gibt es endlich einen groß angelegten Marschbefehl in die Braunkohle. Die Energieversorgung der DDR soll gerettet werden. Mit Muskelkraft. 15.000 Helfer stehen den Werktätigen in diesen Tagen zur Seite. Viele davon in Uniform. Jeder packt zu und nimmt den Winter auf die Schippe. Ja, und das war teilweise eine sehr schwere Aufgabe. Die Gleise waren angefroren, überfroren. Man musste aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen. Es passierte auch, dass Züge ausgegleist sind, dann mussten die wieder eingesetzt werden. Man wusste ja, die Leute zu Hause sitzen im Dunkeln, zum großen Teil. Soweit man Informationen bekam, was man Nachrichten gehört hat und so. Und da war es schon wichtig, dass man, sagen wir mal, die Zeit sinnvoll verbrachte, indem man eben tätig war, indem man helfen konnte an Stellen, an denen es eben ohne uns nie vorwärts gegangen wäre. Und natürlich war auch ein bisschen Abenteuer dabei, weil es war mal wieder was ganz anderes. In der eigentlich nur am Rande betroffenen Hauptstadt reagiert man empfindlich auf den Stromausfall. Wenigstens im Regierungsviertel sollen Licht und Heizung rasch wieder funktionieren. Gerade in diesem Winter, im Anschluss an den Winter oder an diesen Wintertag, der also krass war, gab es einen Anruf durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten an den Generaldirektor der VVB,
mit der Aufforderung, er möge doch schnellstens Wünsche äußern, was man benötigt, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Auch wenn das aus dem Westen sofort organisiert werden muss. Und wir waren uns in unserem Kreis gar nicht im Klaren, was man eigentlich aus dem Westen holen sollte, weil wir ja gar keinen richtigen Kontakt hatten. Und hatten durch Zufall Zugang zu einem Otto-Katalog, wo Werkzeuge, und zwar Bohrhämmer, feilgeboten wurden. Eine halbe Stunde später ging der Anruf nach Berlin, wir würden es schon möglich sehen, wenn wir 500 solche Bohrhämmer für die Armisten hätten, um die Kohle aus den Waggons rauszustemmen, dass man damit was erreichen könnte. Und innerhalb von wenigen Stunden kam der Anruf zurück, wir möchten doch nach Helmstedt einen Lotsen schicken. Es stehen 3 LKWs mit dieser Technik bereit und wir können sie dort abholen. Also mir geht heute noch die Gänsehaut im Rücken, wenn ich das Beispiel gerade betrachte. Nach dem Genuss der Feiertage lässt sich nun auch die DDR-Spitze an den Brennpunkten blicken. Also es hieß, am nächsten Tag kommt der Armeegeneral. Mir wurde gesagt, dass ich eventuell dort als Aktivist ausgezeichnet werden soll. Armeegeneral Heinz Hoffmann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Minister für nationale Verteidigung bei Soldaten und Kumpeln des Senftenberger Reviers. Selbstverständlich sind nur Parteimitglieder der Aktivistennadel würdig. Bei den Leistungen und auch den Einschätzungen mit den Kommandeuren möchte ich den Genossen Gefreiter Hans-Joachim Sachse für den Einsatz, stellvertretend natürlich für alle Genossen, auszeichnen als Aktivist der sozialistischen Arbeit. Recht herzlichen Dank für eure ausgezeichnete Arbeit und weiter so. Wir haben ein Bestes gegeben. Wir dienen der Deutschen Demokratischen Republik. Wenn man ausgezeichnet wird und von, sagen wir damals, auch solchen Leuten, das ist schon im ersten Moment ein erhebendes Gefühl, wobei man sich natürlich klar ist, dass es eine Auszeichnung ist, die man ja für viele Leute in Empfang nimmt, also nicht für sich selbst. Jenseits der Hauptstadt, in der Landwirtschaft Mecklenburgs, hat das Vieh extrem unter dem Strommangel und den Versorgungsengpässen zu leiden. Zu Tausenden stehen die Tiere im Stall und warten auf Wärme, Wasser und Futter und ein paar Pfleger. Der Schnee war ja so hoch, dass bald die Fenster ja zu waren. Dann sind wir von oben runtergegangen. Wir kamen hier unten nicht ran, das war ja bis an der Decke war ja gar nichts. Die Schweine haben wir gefüttert im Futterhaus, haben uns so eine Gänge gebuddelt. Weiter gab es ja nicht. Man konnte sie ja nicht schneiden, weil ja kein Strom war, dann haben wir sie so roh gefüttert. Ein bisschen haben sich ja was abgeknackt. Strom ist das Lebenselixier für die Massentierhaltung in der DDR. Aufzucht, Futterbereitung, Melken, alles läuft über Strom. Verluste sind unvermeidlich. Ja, wir hatten Verluste in der Aufzucht. Das ist ja immer, wenn die Wärme ausfällt und wir hatten Stromausfall einen Tag. Waren gerade beim Abferkeln, sodass gleich die Ferkeln bei der Geburt verklamt sind. Ne? Ja, nur da hast du gemacht, was du eben konntest. Und wenn welche kaputt gegangen sind, konntest du auch nichts machen. Nicht? Das waren ja zu viel. Da waren ja 4 Ställe, 5 Ställe. Die meiste Zeit habe ich im Stall geschlafen. Hast wie so ein Hase gelegen. Nicht, wenn irgendwie was, dann bist du immer in der Nacht 3-4 Mal durch den Stall gegangen, musst du immer gucken, was los ist und da. Ja. Du siehst das Vieh und das kannst eben nicht, das bringst nicht über Herz, wenn die Ferkel da alle so verklammen. Nicht, das ist nicht einfach. In internen Parteidokumenten wird der tatsächliche Schaden registriert. 100.000 Ferkel. 100.000 Küken, 5.000 Kälber. Ein immenser Verlust für die fast autarke Wirtschaft des Ostens. Die wirtschaftliche Katastrophe zieht politische Konsequenzen nach sich. Für das Desaster werden ausschließlich die Braunkohlechefs verantwortlich gemacht. Manfred Siebold, der Energieminister der DDR, wird das Bauernopfer. Er war ein ungeheuer erfahrener Mensch und wurde verantwortlich gemacht für die gesamte Situation damals. Das war üblich, dass man als Minister Verantwortung getragen hat für das, was dort passiert ist. Ja. Und er wurde abgelöst.
Er wurde nicht in die Wüste geschickt, wie man das manchmal so üblicherweise macht, sondern er wurde Direktor des größten Braunkohlebetriebes in Welser Süd. Wir erwarten für die Nacht weitere Schneeschauer. Sie werden sich weiter nach Süden ausdehnen und dabei können einige Schauer auch sehr intensiv sein. Das heißt, es können einige Zentimeter Neuschnee fallen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Übersicht. Erst jetzt, am fünften Tag, berichtet das DDR-Fernsehen von der Katastrophe. Extreme Witterungsbedingungen zum Jahreswechsel. 100.000 Werktätige im Kampf gegen Frost und Schnee. Die Insel ist faktisch weiterhin abgeschnitten. Sowohl die Straße als auch die Eisenbahnstrecke Stralsund-Sassnitz sind gesperrt. Sabine Köckritz sitzt immer noch in ihrer Notherberge fest. Seit 4 Tagen ist sie jetzt unterwegs. Jedenfalls sagte dann der Heimleiter den einen Tag auch, sagte, sagen Sie mal, aber ich möchte das bitte keinem mitteilen. Da geht ein Versorgungszug nach Binz, ob ich mit den beiden Kindern mitfahren wollte. Also das war ja das Beste, was ich gehört habe seit langem. Gesagt, natürlich, Tasche zusammengepackt. Jedenfalls mussten wir auch in einen so einen Güterwagen rein. Schiebetüren auf und rein. Der Zug fuhr schnell los, aber er stand auch ganz schnell wieder. Der Zug von Sabine Köckritz. Die Lok wird abgekoppelt. Der Rest ist unter Schneemassen begraben. Schneewehen, 5 Meter hoch. Darunter der kleine Zug, verschwunden auf der Fahrt von Putbus nach Binz. Wieder ist sie eingeschlossen. Das Gefühl für Zeit und Raum ist verloren gegangen. Inzwischen ist wieder tiefe Nacht geworden. Und ich weiß auch noch, die Anja, die musste pullern, der Heiko musste pullern, Mutti, ich muss mal. Und ich bin dann, habe mich rübergetastet in die andere Ecke, wo keiner irgendwie im Grunde stand. Ich habe sie festgehalten, ihr die Sachen alle hochgehalten und hockte ich hier hin. Und innerhalb von Sekunden, kann man sagen, war dieser warme Urin eigentlich gefroren. Wir waren eigentlich nur noch ein Eisklumpen. Es war wieder die gleiche Tortur und eigentlich noch viel schlimmer. Irgendwie sprachen die Leute jetzt nicht mehr miteinander. In Berlin kommt indes die DDR-Spitze zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Nun ist auch Honecker wieder zurück. Obwohl das Innenministerium seit Silvester gut über die Lage informiert hat, sieht das Politbüro erst jetzt Handlungsbedarf. Luftbrücke zwischen Rügen und dem Festland wird aufgebaut. Hubschrauber bringen das Notwendigste: Medikamente, Brot, Fleisch. In den abgelegenen Dörfern bleiben die Menschen sich selbst überlassen. Tage außerhalb von Recht und Gesetz. Wir haben illegal Schweine geschlachtet und haben die unter die Leute gebracht. Da sind welche gekommen, da kommen wir heute noch zu heulen, die hatten nichts mehr. Die waren wirklich auf dem Weg nach Hause, haben sich hingesetzt, kamen wir uns an und haben geguckt. Und dann hatten wir schon den Gedanken gehabt, riecht nach Diebstahl, ne? Seit fast einer Woche sind die Menschen im Schnee gefangen. Die Nerven liegen blank. Und dann kommt da auf einmal so eine Frau rausgesprungen, die hat gedacht, ich will sie vergewaltigen. In Wirklichkeit wollten wir die Toilette wieder aufmachen. Und dann lief die uns weg. So. Wie diese Frau sind viele verzweifelt. Eingesperrte Urlauber laufen einfach los oder setzen sich in ihre Autos und versuchen, die Insel zu verlassen. Manch ein Fahrzeug wird zum eisigen Grab. Musik.
Verluste sind in erster Linie darauf zurückzuführen, möchte ich sagen, dass diese Menschen keine Ruhe hatten, zum Beispiel in Bergen zu bleiben, und wollten unbedingt alleine nach Hause, zu Fuß, und sind natürlich dann draußen stecken geblieben. Und da hat deshalb haben wir einen Bürger im Grunde erst im Frühjahr gefunden, als der Schnee weg war. Und das war der Herr Kreischke, der ich muss das ehrlich sagen, so wie es ist, so bescheuert, geht los und der Sturm war da. Wissen Sie? Und der Sturm ist ja das Schlimme gewesen hier. Der hat ja die Wege, die wir freigeschaufelt haben, hat der ja wieder zugeschaufelt. Schuld ist alleine gewesen. Das wäre für uns selber ein eigenes Ding gewesen. Also da hätten wir selber keine Chance gehabt. Mindestens 5 Menschen sterben. Offizielle Zahlen gibt es nicht. In den Nachrichten stattdessen Erfolgsmeldungen. Am 3. Januar, dem 6. Tag der Katastrophe. Eine ungewöhnliche Situation, gewiss. Aber sozialistische Soldaten erfüllen jeden Auftrag. Ob beim Schutz des Friedens oder im Einsatz gegen Naturkatastrophen. Auf Anweisung der Staatsführung der DDR werden 200.000 Einsatzkräfte insgesamt mobilisiert. Mit Ural, T-54-Panzern und schwerer Technik. Damit drängt man endlich nach Rügen und zu bisher unerreichten Dörfern vor. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Bobin an den Dachrinnen der Häuser standen, wie wir hinunterschauten und wie dann der erste Schwimmpanzer der Roten Armee dann durch diesen Kanal hindurch kam. Und der brachte dann auch verschiedene Leute mit, ne, die eingeschneit waren. Post brachte er mit. Das war also schon ein erhebender Augenblick. So, und erst dann, als dann über Berlin wohl 10 Fräsen aus dem Süden, Schneefräsen aus dem Süden kam dann mit, hinter den Fräsen kamen ja auch dann die wieder in den Kreis rein, ja? So, und auch selbst der General kam in Hubschrauber eingeflogen und auch die verantwortlichen Leute aus Rostock. Nur sie haben natürlich dann schon aus den Hubschrauber oben gesehen, wie die Lage ist im Kreis, als sie da waren. Die Presse macht aus der Selbsthilfe der Katastrophenopfer rasch eine sozialistische Großtat. So viele Helden hat die DDR-Führung nie wieder gefeiert. Für Sabine Köckritz beginnt an diesem Tag die letzte Etappe ihrer langen Reise. 140 Stunden ist sie jetzt unterwegs. Ich habe die Tasche genommen, immer vor mich hin, so hingeworfen und nachgedrückt, ob da irgendwas Tiefes ist. Also jedenfalls, wir sind wirklich auf allen Vieren, sind wir nach Binz reingekrochen. Naja, wie wir dann ausgeschlafen hatten, ging ja die große, ich sag jetzt mal, Massenflucht ja in Binz los, weil die ganzen Feriengäste ja auch festsaßen. Aber das habe ich mir und den Kindern nicht angetan. Und da habe ich gedacht, so im Winter gehst du nie wieder aus dem Haus. Die Verluste durch den Schnee zwingen die DDR-Wirtschaft über Jahre hinaus, ihre Planvorgaben nach unten zu korrigieren. Denn 6 Wochen später kehrt der Winter noch einmal zurück. Und wieder hatte den Osten fest im Griff.